Hi und herzlich willkommen zurück bei dem Versklavten. Och Mann. Und der Versklavte hat jetzt direkt mal wieder schlafen gelegt. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr aufpassen, dass ich nicht mitten in diese äußerst tödliche, in dieses äußerst tödliche Zahnrad reinspringe, was sich ja so schnell bewegt, nicht? Och, komm schon, das war doch nur gestreift, Junge. Ein Zebra-Zahnrad. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Okay, ich warte jetzt noch einmal die Lücke ab. So, jetzt haben wir es aber. Wunderbar. Und da geht's auch schon weiter. Na okay, diesmal haben wir es sogar komplett unversehrt geschafft. Warum denn nicht gleich so? Gott. Ja, super. Was? Wie soll das denn funktionieren? Kommt das Ding jetzt nochmal runter oder nicht? Okay, das lässt sich ein bisschen Zeit, aber dafür... Okay, dafür müsste ich wissen, wo ich lang muss und es hat geklappt, okay. Das Feuer ist relativ unregelmäßig. Ja, okay, das klappt. Okay, das warte ich jetzt ab. Das ist voll der Parkour hier. Ein Trimmlichtpfad. Erinnert mich immer an das Zirkeltraining in der Schule. Da hatten wir nämlich auch solche tödlichen Mechanismen, wo denen wir ausweichen mussten. Das ist pädagogisch wertvoll. Okay. Ab geht's. Immer diese Füllwörter. Ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und immer ab geht's. Und okay. Und... So. Wir treffen uns hier, Monkey. Ich bringe ein paar Bomben am Anker an. Ja. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Was soll ich jetzt hier halt gerade groß erzählen? Okay. Zeig mir ein paar Schießübungen. Was? Warte mal. Hä? Bin ich jetzt gerade dabei, wieder zurückzulaufen? Zu langsam, Mann. Ach, halt doch die Fresse, Junge. Warte mal, ich guck mich gerade. Ja. Hallo, Kamera, kannst du dich mal bitte in eine Richtung drehen, die ich auch brauchen kann? Danke. Voll im Rumzicken. Hallo. Ja, pass auf, Monkey. Das Ding muss noch funktionieren. Alter, der Junge, der redet einfach zu viel, fast so wie ich. So. Guter Schuss. Da unten noch. Wie komme ich da dran von hier? Gar nicht, oder? Ich wüsste jetzt gerade... Nö. Da muss ich wahrscheinlich deswegen auch dann hier runter. Könnte ich mir vorstellen. Ach, warte mal, ich hätte auch da lang gekonnt. Egal. Ja. Okay, jetzt ergibt das Sinn. So, und ich hoffe, der Typ hat unendlich Bomben dabei. Jetzt müssen wir, glaube ich, da die andere Seite noch. Oder? Ach, von hier aus komme ich auch nicht dran. Wirf noch eine. So. Gut gemacht. Weiter zum nächsten. Ich glaube, das war jetzt das dritte Bein, oder?
Sie haben noch ein paar Minuten, bis sie uns finden. Schnell! Sie sind fast durch die Hölle. Schnell! Ich mein, zu, Jungs. Ach, immer dieses. Nicht zu mir schneller, mach du mich schneller, mach du mich, das hoch. Okay. Hä? Darf ich jetzt nicht? Darf ich jetzt nicht den Aufzug nehmen? Wo muss ich denn jetzt lang? Hallo, hallo, wo geht's lang? Hä? Muss ich jetzt wieder hier hoch? So. Monkey will nicht da lang. Ach so, okay, ich sehe. Halt, nicht so weit runter, du sollst hier nach rechts. Genau. Das bewegt sich ja relativ langsam, da kommen wir bestimmt gut durch. Und hier lang. Okay, das ist der letzte. Machen wir das Ding los. Und wieder frage ich mich, was ist, wenn ich jetzt so blöd bin und durch die ganze Zeit nicht treffe und meine Munition leer ist? Da ist einer. Wie jetzt zum Beispiel. Guter Schuss. Zu langsam, Monkey. Was? Ich werf noch eine Bombe für dich. Ach, da oben, ja. Okay. Wir haben wieder Munition. Womit meine Frage auch geklärt wäre. Und jetzt kommen wir dem ganzen Ziel mal näher. Jetzt ist er los. Hier entlang, zurück zum Energiekern. Ich habe noch 3 Schuss, das finde ich nicht gut. Ich hätte gerne mehr. Oh, da ist noch. Da ist. Wunderbar. Haben wir immerhin 5. Ist aber auch immer nur 2 Schuss drin sind in so einer Ampulle, ne? So. Monkey ist auch so ein Taumeltyp. So, wir sind wieder im Energiekern. Pixie, geh du zum Kontrollraum und warte da. Yeah. Monkey, bleib bei mir und verschaff mir etwas Zeit. Warum traurige Musik gerade? Okay, okay. Wenn ich das Diagnosesystem aufspüre und eine Hintertür in den Quantenschlüsselschaltkreis finde, könnte ich das Sicherheitssystem umgehen. Weißt du was? Während du das machst, schlag ich mal eben eine Armee zurück. Okay? Hört sich gut an. Oh, nö. Finde ich jetzt nicht, dass sich das so gut anhört. Ich habe da gar keinen Bock drauf gerade. Schüttelt's mich direkt. Okay, hab's. Damit sich das Ding bewegt, muss ich jedes der 4 Beine mit Energie versorgen. Wer macht das? Und jetzt müssen wir uns wieder ihr Gelaber anhören, während wir hier die Max bekämpfen. Ich sehe schon. Ich will gar nicht. Hallo. Da ist auf jeden Fall schon mal Energie. Ich lasse die Leitung der Reihe nach runter. Die erste müsstest du jetzt sehen. Alarm. Bitte zurück. Die haben Post. Ich seh's. Position eingerastet. Energie aktiv. Ausgerastet, Junge. Ausgerastet, nicht eingerastet. Ja, wo denn? Was muss ich denn überhaupt machen? Gar nichts wahrscheinlich. Einfach nur mich mal wieder als Köder anbieten. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist. Hey Trip, kannst du mir hier mal helfen? Ob es so klug ist, die ganze Munition gerade aufzubrauchen. Komm her! Fokusattacke bereit. Sehr schön, Gesundheit voll. Ah, ich muss beschützen. Ah, ja. Ja, ist ja gut. Komm her. Warum weichen die aus? Okay, komm her. So, dem habe ich erstmal das Schild weggebumst.
So. Jetzt kann ich den wieder wahrscheinlich... Genau. Das hatte ich vor. Das funktioniert ja schon mal. Und ich sehe, was passiert. Wir müssen nach und nach wahrscheinlich alle von diesen Energiekernen... Oder was auch immer das ist... beschützen. Oh, na super. Na super, ich freue mich. Das wird hier richtig, das wird noch richtig stressig. Da kommen sie schon. Sonderangebote gibt's. Ich habe halt leider überhaupt gar keine Stun-Munition gerade. Deswegen muss... Ey! Wollte mich gerade aufregen. Deswegen muss ich leider mit meiner Fokusattacke vorlieb nehmen. Hallo, Monkey, möchtest du bitte mal aufhören, in die Luft zu stylen? Das wäre vielleicht ganz praktisch, so fürs Vorankommen. Ich sag's nur. So. Alles klar. Wir haben jetzt bereits zwei Wellen zurückgeschlagen, wenn man das denn so rechnen kann. Es gibt keine Anzeige oder irgendetwas, wo man das jetzt dann sehen könnte. Ich werde auf jeden Fall immer fleißig meine Fokusattacke benutzen und... Keine Panik. Mach einfach weiter. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich meine Fokusattacke schon bin. Nein, die Munition ist alle. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Explosivtypen? Damit meine ich nicht die Sendung, sondern Barbara Ehrlichmann. Oh Gott. Wie das aber auch echt nur Leute verstehen, die so alt sind wie ich. Weil ich glaube, die Serie lief, oder die Sendung, besser gesagt, lief nicht besonders. Okay, du bist echt selten dämlich. Denn die Serie lief, glaube ich, wirklich nur so Mitte der 90er Jahre. Okay. Wieder einen getötet. Ja. Und da kommt das nächste Ding runter. Wir haben, glaube ich, die Hälfte des Kampfes jetzt geschafft. Bisher läuft es ja ganz gut. Wir sind kaum verletzt, aber wir haben halt leider keinerlei Munition. Und jetzt fangen sie an zu schießen. Wunderbar. Ich freue mich. Können die da durchschießen? Nö, aber das Problem ist... Moment mal. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Hier ist keinerlei Deckung. Ja, jetzt darf ich mir das wieder angucken. Da ist doch keine Deckung. Wie soll ich denn gegen die Schießenden ankommen? Ich muss da irgendwie hoch. Und zwar dringend. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass... hier ist Deckung. Nehme ich zurück. Ja, das bringt doch nichts, Leute. Ich habe doch keine Munition. Ich hätte das aufheben sollen. Da hinten... Ja, aber wenn ich da jetzt hinrenne, werde ich wieder weggebumst und so. Das ist nicht lieb. So. Och, du kannst mich mal, echt? Hat doch wohl getroffen. So. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Komm schon! Oh mein Gott. Halt! Stopp. Oh, fuck. Diese Viecher, ne? Oh ja, genau. Fokusattacke wieder voll. Dann... Jetzt! Mach doch! Wie sie blocken und einfach nur scheiße sind. Ich habe hier auch so einen Block, aber den benutze ich irgendwie nie.
Oh Gott, geh weg. Sie greift die Kerne. Ja. Ich kann doch nichts machen. Ich hab... Schnell rüber, schnell, 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 schnell. Und nehme noch die Lebensenergie, Lebensmunition, wollte ich gerade sagen. Komm her, du blödes Viech. Warum tut ihr das? Komm her, blödes Viech. Oh shit. Bin echt ein bisschen doof. Ich hätte den als Bombe nehmen können. Ja, das Problem habe ich auch immer. Komm mit! Jetzt stirb! Fokusattacke bereit. Komm her! Oh Gott. Wieder einer mit Schild ausgeschaltet. Kann die Kamera bitte aufhören rumzuspacken? So. Kommt der Sache doch näher. Jetzt kommt der letzte runter. Und jetzt wird es wahrscheinlich nochmal richtig krass. Aber immerhin sind wir, glaube ich, wieder an einem Safe Point. Da freue ich mich schon drauf, weil. Was? Warum schießt. Oh, Kreuzfeuer. Ich freue mich. Da hinten ist Munition. Trips Fortschritt ist wahrscheinlich eh gekoppelt an meinen. So. Und man kriegt neue Munition, wenn man die tot macht. Das ist auch gut. So, liebe Kinder. Jetzt müssen wir wieder... Also ich bin ja auch gut, wisst ihr was? Ich wusste gar nicht, dass man, wenn man den auflädt, den Schlag, dass man dann immer, ja genau, durch ihn durchschlagen, dass man dann immer durch die Verteidigung von denen kommt. Das wusste ich noch gar nicht. In der Not erfährt man sowas irgendwie eher mal. So, komm her. Hey. Ich finde, ich mache das gerade ganz gut, um mich mal selber zu loben. Macht ja sonst keiner, ne? Find ich gut. Find ich gut. Wenn's kein anderer tut. Sag mal. Oh Gott. Die werden immer fetter, kann das sein? So, erstmal die jetzt auf da. Lieb sein, Roboters. Boah, das ist echt ein ganz schön langer Kampf. So, und du kriegst jetzt auch mal die volle Fokusbreitseite ab. Und jetzt? Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Wie viele von den Typen sind denn da? Monkey, du sollst. So, jetzt. So, alles klar. Ja, wenn man das erstmal ein bisschen kapiert hat, wie das eigentlich läuft. Dann geht's auch einfacher. Ich habe das irgendwie das ganze Spiel über. Es ist wieder so typisch, dass ich erst am Ende des Spiels verstehe, wie das Kampfsystem funktioniert. Wobei mich das Kampfsystem auch ein bisschen an Beyond Good and Evil erinnert. So. Mit dem Stab und so, ihr wisst. Gleich habe ich's. Geschafft.
Na also. Jetzt kommt noch ein Boss. Der Leviathan. Ganz schön kompliziert, dieses Ding zu starten. Das ist aber irgendwie nicht gerade praktisch für den Krieg und so. Geil, er kann das jetzt steuern. Das ist ja cool. Wie sie es einfach geklaut haben, das Teil. Er hat sich entschieden, bei ihr zu bleiben. Kapitel 14, Pyramid. Michael! Was ist los? Pyramid. Es gibt sie wirklich. Sind wir jetzt in Ägypten? Oh nö, Spermiens. Dann an die Arbeit! Los! Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe aber genug Zeit, um die Folge gleich zu beenden. So viel Zeit muss immer sein. Und zwar genau jetzt. Das ist es, Monkey. Dann wollen wir mal. Das ist deine letzte Möglichkeit zum Aufrüsten. Ja, okay, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Ciao.